Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Batman Arkham Knights. Ich freue mich sehr, dass du wieder hergefasst hast am Video, Leute. Wir haben in der letzten Folge den Pinguin jetzt reingewirkt. Wir haben seine Waffendepots jetzt zerstört oder ein Waffendepot, sage ich mal, mit den Nightwing auch eine sehr coole Figur auf jeden Fall. Und müssen jetzt hier mit dem lieben Batman noch weiter die Oracle suchen. Sie ist immer noch entführt hier. Und während Nightwing gerade hier was sucht, sprechen wir mit ihm. Dann würde ich sagen, gebt einen Like raus, sonst gewinnt ihr an jeden Supporter. Und dann reden wir mal mit dem lieben Dick Grayson. Ich werde Barbara retten. Ja. Ich melde mich, sobald ich die Laster vom Pinguin gefunden habe. Okay. Danke, Dick. Das weiß ich zu schätzen. Oh. Wofür hat man denn Freunde, Bruce? Batman sagt zum allerersten Mal Danke zu seinen, sage ich mal, zu seinen Schergen oder zu seinen Helfern, sage ich mal, ne? So Robin oder Nightwing. Der sagt Danke, Dick, das weiß ich zu schätzen. Hat er noch nie gesagt, war in so einem Ton? Ja, das ist cool. Na, was sagt man dazu? Das alte Team ist wieder vereint. Ich mag die Stimme voll von Nightwing. Auch so eine coole, lustige Figur. Nightwing, auch sein Anzug. Ne? Generell, cool. Du solltest zu den Luftschiffen. Ich erledige das hier. Oh, die Luftschiffe. Oh nein, noch eine Stelle, die ich nicht so mag in diesem Spiel, Ich erinnere mich wieder, Leute. So, bevor wir erstmal zum Luftschiff gehen, Oracle retten, sollten wir erstmal noch uns verbessern. So, wir haben jetzt auch ein bisschen Batsuit reingeklatscht oder auch generell das Batmobil. Ich würde sagen, wir schauen mal bei den Ausrüstungen rein. Rauchbombe, Explosiv, hier sofortiges Ausschalten. Mhm. Das ist eigentlich auch nicht so schlecht, aber das werde ich eigentlich nicht oft benutzen. Unterbrecher, boah, Drohnensteuerung sabotieren. Ja, ist alles okay, aber ich würde jetzt sagen, jetzt nicht so nice. Betäubungsdauer, alles eine coole Sache, aber ich glaube, ich gehe doch lieber vielleicht mal auf die Batmobil-Waffen. Vielleicht kann man hier noch irgendwas machen. Fällt die Panzerungsstufe des Batmobils in den kritischen Bereich ab, werden alle Reserven in Waffensysteme umgeleitet und die Sekundärbewaffnungsenergie sofort auf Stufe 2 aufgeladen. Das ist gar nicht so schlecht, Leute. Machen wir mal rein hier, würde ich sagen. Das ist einfach nur Zielgenauigkeit bei der Vulcan-Kanone. Rein damit. Ist nicht schlecht. Alles klar. So, dankeschön, Dick Grayson. Dann gehen wir erstmal. Ich würde noch eine Nebenmission erledigen, würde ich sagen, Leute, sogar. Was sagt ihr dazu? Ja, keine Nebenmission am Start. Also, wir haben noch nur den Riddler. Den Riddler will ich aber gar nicht machen. Ich gehe dann doch erstmal zur Hauptmission, Leute. Die Riddler-Mission, da muss ich sagen, die feiere ich eigentlich gar nicht, Wir gehen zum. Ja, Arkham Knight. Zum Scarecrow, würde ich sagen. Ausgang ist wo? Einfach hier wieder zurück, wo wir herkamen, oder wie? Dann einfach hier lang, würde ich sagen. Alfred, finde so viel wie möglich über Simon Stack heraus. Der Pharma-Riese? Natürlich, Sir. Mhm. Simon Stack, ja. Oh. Was haben wir denn hier? Ein guter. Ich brauche ein Versteck, bevor ich das Batmobil fernsteuern kann. Warte du da, Bats. Lass den alten Onkel Jay sich um diese Trottel kümmern. Joker, schaffst du das oder wie? Ja, ich schaff das schon, obwohl es schon ein Weilchen her ist. Bin vielleicht ein bisschen eingerostet. Also, bereit für ein paar Joker-Einlagen? Das wird echt spitze. Sie werden also, das nicht kommen sehen. Ich werde, naja, siehe und staune. Ich glaube, du wirst erschossen, Joker. Ich meine, du bist auch nur ein Mensch, ne? Du bist zwar ein gestörter Mensch, aber du bist auch ein Mensch. Ich weiß nicht. Perfekt! Feuer frei! Schießt alles nieder! Los! Hey, Joker ist, er ist zu lustig, aber er ist auch einfach. Er ist, ach, keine Ahnung. So, Leute, dann würde ich sagen, starten wir das Batmobil hier. Und knallen diese Knechte ab. Ich brauche eine bessere Sicht, um den Hinterhalt der Miliz zu vereiteln. Haben wir ihn? Ich weiß nicht, glaube schon. Find's raus, find die Leiche! Nein, du gehst. Wird ich sie doch getroffen haben? Oh, war mein Fehler, das war's bestimmt du. Du bist immerhin der Scharfschütze. Ich bin hier in den Armen. Sei klar. Sei gerade eben. Also, warten wir einfach, warten, was passiert. Er ist wahrscheinlich eh tot. Natürlich ist er das. Wir sind Profis. Er hatte nie eine Chance. Genau. Wir sollten unseren Lohn einsacken und aus der Stadt verschwinden. Kann ich kaum erwarten. Ich hasse es hier. Hier regnet ständig und es stinkt. Kann man hier schon schießen? Glaube ja, ne? Dann würde ich sagen, schießen wir mal. Bam! Guten Tag, ihr Süßen. Weg mit euch. Diese Scheiße auch wegmachen hier. Bam. Batman. Genau. Weg mit den scheiß Kanonen.
Oh yeah. Okay. Nice. War doch nicht schlecht. Alfred, was wissen wir über Simon Stagg? Mal sehen. CEO von Stagg Enterprises, ein auf fortschrittliche medizinische Forschung und Entwicklung spezialisiertes Unternehmen. Ich bin unterwegs zu Staggs Luftschiff. Scarecrow war auf dem Weg dorthin und das ist unsere einzige Spur zu Barbara. Die Bedrohungsanalyse zeigt, dass Founders Island mit Langstreckenradar und Raketenwerfern der Miliz beschützt wird. Sobald sie die Brücke überqueren, wird das Batmobil aufgespürt und angegriffen. Keine Sorge, Alfred. Ich gehe zu Fuß und bleib auf den Dächern. Such nach den Bauplänen dieser Luftschiffe. Sehr wohl. Viel Erfolg, Sir. Habe ich gerade Man Bat gehört? Ich würde gerne den Man Bat mal noch ein bisschen Medizin reinspritzen, wenn es geht. Sir, Stags Luftschiffe sind festgemacht und gesichert. Wir holen ihn ran. Gut, geht rüber, findet Stag und verhört ihn. Und Lieutenant, ich werde Ihnen eine weitere Einheit für den Wachdienst zuweisen. Wen bewachen wir? Scarecrow. Der Boss will an Bord kommen. Oh, okay. Alles klar. Ich höre immer so einen komischen Schrei, oder entweder bin ich ein bisschen am, ein bisschen am was im Einbilden, oder ich höre den wirklich. Diese Zeit verschwinde ich. Hab mein Geld und eine neue Identität. Niemand wird mich finden. Sagst du, ja? Ja, aber auch ein Gott, das sind diese komischen Sachen, die wir erobern können, weil dann machen wir mal eins einfach, ne? Währenddessen, alle erledigen wir. Sehr viele Panzer auch. Also wie gesagt, Alfred hat auch schon gesagt, wir sollen ohne Panzer lieber reingehen, weil hier ist eine ganze Artillerie, eine ganze Armee voller Panzer, da sollten wir lieber die Füße stillhalten. Ja, dann... Hallo, guten Abend, was geht, die Süßen? Guten Abend, bam. Nein, die haben ein Schild! Die haben ein Dreckschild, diese Schweine! Die haben so genervt in Arkham City auch, ne? Batman. So, Batman. Kann er nicht mal von oben angreifen, oder wie? Wie damals? Geht das nicht mehr, oder was? Er konnte, ich glaube, das war Kreis und zweimal X, um diese Attacke auszuführen, um den Typen auszuschalten. Aber irgendwie kann er es nicht mehr machen. Er hat, glaube ich, verlernt, der Batman, ne? Batman, Konzer-Batman, was ist denn los, Batman? Ah, Batman! Was machst du? Warum bist du so schlecht geworden, Batman? Bist du älter geworden, oder was? Oder hast du irgendwie Herzschmerzen wegen Talia Ghul? Ich kann es verstehen, Batman. Ich kann's verstehen, ist scheiße so, aber... lass ihn bloß liegen, du Idiot-Junge! Wird einfach wieder erwecken, Alter, mit seinem Elektrostab oder Elektroschocker, keine Ahnung, was es war. Ja, dann... Das ist das Stören hier? Ist das die Mission, oder wie? So, weg damit. Oh yeah. So. Das war dann... Ah, das war's sogar. Oh, wir müssen sehr viele sogar erobern. Frag mich dann, was hier passiert, wenn wir denn alles hier erobern sollten. Ich glaube, hier war sogar noch eine Leiche. Wir sind sehr viele Panzer, ne? Wir sollten lieber hier oben bleiben, aber ich würde gerne die Leichen untersuchen, wenn es geht. Hier war eine Leiche, glaube ich, noch, Leute. Unter der Brücke, glaube ich sogar. Bin mir nicht mal so sicher. Das andere, wie Batman. Oh ja, überall. In Keystone, Star City. Ja, ich wusste es. Können wir hier rumlaufen? Ich glaube, das ist doch ein bisschen unsicher. Was sagt ihr, Leute? Ist ein bisschen, Soll ich es mal riskieren, Leute? Ich riskiere das vielleicht sogar mal. Runterfliegen. Oh, Batman. Oh, Batman. Oh, Batman. So, noch eine Leiche. Wir können ein drittes Opfer auf die Liste setzen. Die sehen uns noch nicht, das ist gut. Grausige Züge an, Sir. Es erinnert mich an eine Reihe von Morden zu Beginn ihrer Karriere. Wenn ich mich nicht irre, war es Halloween und es wurde eine wahrlich lange Nacht. Ich versuche, die Leiche zu identifizieren. Schnell, gerne die Leiche, gerne die Leiche. So, jetzt sollten wir hoffentlich außer Sichtferne sein bei den Idioten. So, dann würde ich sagen, schnell alles hier raussuchen. Dann nix wie raus hier, Alter. Nix wie raus hier. Was ist das hier? Nein, nein, Batman. Scan das hier bitte. Irgendwas am Muskel, glaube ich, gerissen oder sowas, keine Ahnung. Diese Wunde ist relativ frisch eine Wunde. Und wurde zugefügt, als das Opfer noch lebte. Die Abschürfungen auf den Hautschichten belegen, dass ein Tattoo brutal entfernt wurde. Aua. Ich werde nie Tattoos tragen, aber ich habe gehört, Tattoos entfernen, auch bei Ärzten oder bei Experten, soll auch schon sehr schmerzhaft sein. Ich werde mir keine Tattoos stechen, also ich weiß nicht, vielleicht irgendwas mit Bedeutung, irgendwas Kleines, aber so richtig viele Tattoos... Würde ich mir, glaube ich, nicht machen.
Das ist die Leber. Diese Narbe deutet darauf hin, dass dem Opfer eine Niere operativ entfernt wurde. Genau. Also die Armen, die haben schon einiges einstecken müssen bei dem Kerl. Das ist schon echt krass. Eine Platte aus Tantal, eingesetzt, um einen Schädelbruch zu behandeln. Die Verletzung stammt wohl aus einem Boxkampf. Auch die Schwielen auf den Knöcheln lassen darauf schließen, dass es sich um eine professionelle Boxerin handelt. Alfred, das Opfer heißt Ella Montgomery. Es scheint, sie hat ihre Niere einer Zwillingsschwester gespendet, die leider verstarb. Danach verfolgte sie ihre Karriere als Boxerin, wobei sie sich die Schädelverletzung zuzog. Sie verschwand in Huntsville, Alabama. Jetzt sind es 3 Opfer. Sie alle wurden an verschiedenen Orten im Land entführt. Such weiter nach einer möglichen Verbindung, Alfred. Sie haben recht. Die Botschaften bei den Leichen lassen vermuten, dass der Mörder Größeres vorhat. So als ob diese Opfer nicht gut genug für seine Pläne waren. Glauben Sie, es gab noch mehr Opfer? Ja, und ich weiß nicht, was er mit ihnen vorhat. So, da würde ich gerne erstmal hier aus dem Boden gehen, weil ich bin mich gerade ein bisschen unsicher hier auf dem Boden, bei den Knechten hier. Dann ab zur nächsten Hauptmission und suchen wir Simon Stack oder suchen wir den Scarecrow oder den Arkien. Nice. So, hier ist es glaube ich schon. Also ich glaube, die Mission ist auch nicht so mein Favoriten im Spiel, leider. Naja. Aber wird schon hier. Die Miliz hat Stacks Luftschiff gekapert und einen Wachturm mit Geschützen errichtet. Sieht aus, als würden sie von dem zentralen Kommandopunkt gesteuert. Ich muss ihn ausschalten. Der Soldat ist mit einem Gerät ausgerüstet, das meine Detektivmodus-Systeme orten kann. Wenn ich sie zu lange einsetze, kann er meine Position bestimmen und seine Leute... Okay, warum hast du den Satz nicht beendet, Batman? Ich hab nichts gedruckt oder so, ne? Also, das war, glaube ich, ein bisschen verbuggt hier. Dann sollten wir ihn schnell ausschalten und dann die anderen. Wir sollten ihn fokussieren. Ah, der ist unten. Der ist unten. Nein, ich wollte Angst-Mozi ausschalten machen! Ich wollte Angst-Mozi ausschalten machen, Leute, aber ich war zu spät, leider. Ich kam leider zu spät mit dem Angriff. Oh nein. Schnell, Batman. Mach ihn weg hier. So, die Nano schnell erledigen. Hallo, Süßer. Nein, Batman. Nein, Batman. Greif an, Batman. Greif an, Batman. Boah, was mache ich hier, Leute? Was mache ich hier, ey? So, die beiden können mit Angstmittel auch Schatten erledigen, würde ich sagen. Alter, Leute, ich mache so viel Scheiße in dem Spiel. Das ist unglaublich. Können wir hier Angstmittel auch Schatten machen? Oh mein Gott. Wie OP, Alter. Weg mit sie. Bam. Schön deine Killer rein, du Idiot. So, dann okay, war's es wohl. Ich hab die Milizen ausgeschaltet. Ja? Jetzt muss ich den Turm deaktivieren. War zwar eher chaotisch, aber geschafft ist geschafft, dann, Leute. So, weg damit hier. Oh yeah. Sehr gut, sehr gut. Dann rein ins Luftschiff. Oder Batman? Bin bei den Luftschiffen. Was hast du gefunden? Nun, auf den Blaupausen ist eine Luke zu sehen, die von der Oberseite des Schiffs aus erreichbar sein sollte. Mr. Stack liegt wohl viel am Schutz seiner Forschung. Die Sicherheitsvorkehrungen dürften hoch sein. Danke, Alfred. Lucius, wie kommen Sie mit dem Distanz-Hacking-Gerät voran? Ich werde es bald brauchen. Vielleicht sollten Sie Hellseherei in die Jobbeschreibung aufnehmen, Mr. Wayne. Ich lade die neueste Entschlüsselungssoftware in das Terminal im Lager im Wayne International Plaza. Dort können Sie sie abholen. Ihr seid im Vorteil, Nordstein! Okay, Arkham Knight, wer? Dann ab zum, ist das der Wayne Tower? Ist der Wayne Tower sogar? Oder ein anderer Wayne Tower? Holen die ab, das Upgrade ab und dann, ja, ab ins Luftschiff von Simon Stack. Ich glaube, hier war auch sehr viel Detektivarbeit gefragt mit dieser Simon Stack-Sache, aber hoffe, es wird jetzt hier ein bisschen spannender. Und ich glaube, eine Stelle wird auch sehr krass sein hier, das kann man schon mal hier erwähnen. Da wird es schon noch ein bisschen krank sein. So, dann her damit. Let's go. Ja, ist einfach wie Arkham Knights, Arkham Asylum, das Hacking-Gerät, wo man einfach diese Sachen erhacken muss. Auch ein Gerät, was man dabei haben müsste in Arkham-Spiel. Ist jetzt nichts Neues hier. Aber oben wie gesagt, auf dem Luftschiff ist eine Wartungsluke.
Ich kann mit dem Distanzhacking-Gerät hineingelangen. Glaub, eine Gasmaske bringt dann nichts bei Scarecrows neuem Gas, ne? Haben die ja, glaube ich, mal erwähnt oder so, diese Blitzsoldaten. Aber es ist krass, ja, einfach ein Gas zu entwickeln, was durch Gasmasken geht. So, krank. Ich weiß, warum es dir hier oben gefällt, Bats. Hier hast du Zeit, über die wichtigen Dinge nachzugrübeln. Zum Beispiel, ist Oracle tot? Ist das alles meine Schuld? Wer stirbt als nächstes? Jetzt runter da, dann finden wir es raus. Och, Joker, was machst du denn? Aber ist echt eine schöne Aussicht, ne? Und dieser Regen, Leute, ich erwähne es nochmal, es kam 2015 raus, das Spiel. Und die Regeneffekte sehen irgendwie aus wie von einem Next-Gen-Spiel auf einer PS5. Das ist schon krass, der Leute. Das ist schon sehr, sehr geil gemacht, Sam. Ja, dann rein hier. Geronimo, oh yeah. Dann suchen wir erstmal den Simone de Stagge. Hacken, oder? Lass mich raten. Oder einfach reingehen, Batman. Einfach reingehen. Ist von innen verriegelt. Hacken. Wenn ich die Kontrolltafel finde, kann. Ja, Batman, ich weiß schon. So, Hacking-Gerät erstmal rausholen. Die Sicherheitsprotokolle mit dem Distanz-Hacking-Gerät überbrücken. Und dann das Hacken. Guck mal, ich brauche keinen Modus hier. Ich bin schon zu gut, ey. So, wieder mal die Worte erraten. Biochemie, ja, guck mal. Der Wahrsager steht zu hier, der Hellseher. So, dann, Sie öffnen dich, rein hier. Wo bist du, Simon? Wo bist du, Simon? Funktioniert sie? Oh, ja. Natürlich funktioniert sie. So was habe ich noch nie gesehen. Weil es neue, hochmoderne Drohnentechnologie ist. Was kann sie? Das haben wir doch schon besprochen. Der Bediener, also ich, steuert die Drohne aus der Entfernung. Die integrierte Software ermöglicht es, unabhängig auf bis zu 3 Personen zu zielen. Die Soldaten nutzen eine unbemannte Drohne. Wenn ich die Fernsteuerung des Piloten hacke, kann ich die Drohne umprogrammieren und gegen sie einsetzen. Ah. Dann machen wir das mal, Batman. Was sagst du dazu? Ich muss den Soldaten anvisieren, der die Drohne steuert. Ich demonstriere dir nur etwas. Ich habe die Codes. Jetzt kann ich die Drohne gegen sie einsetzen. Schon auch OP, ne? Ist schon krass. Ich hab die Sachen vergessen, ich setze die gar nicht ein in den Spielen. Aber ist auch eine sehr krasse Fähigkeit mit dem Distanzhacking-Gerät. Da kann man einfach 3 jetzt ausschalten auf einmal. Das kann schon auch sehr... Sie ist elektronisch verriegelt. Wenn ich die Steuerkonsole finde, kann ich sie mit dem Distanzhacking-Gerät knacken. Fingerabdrücke nicht erkannt. Zugriff verweigert. Ey, komm, Simon Snake, mach doch für Bruce Wayne doch irgendwie eine Tür. Bruce Wayne hat's doch Vertrauen. Die Falltür sieht aber einladend aus. Dankeschön, Joker. Ich weiß schon, aber irgendwie kann ich das jetzt nicht mehr... ich glaube, ich weiß, Leute. Ich glaube, wir müssen jetzt hier das Luftschiff hier hacken. Dann können wir dann bestimmt mit dem Hackgerät dann einfach das Luftschiff steuern, wa? War das nicht so? Ich weiß nicht mal ganz. Ich habe auch vieles vergessen, wie gesagt. Ich glaube, das war's irgendwie. Genau, das hacken. Dann können wir das Luftschiff ein bisschen lenken, sage ich mal. Die Neigung steuern. Proteine. Ja. Sehr wichtig für den Körper. Eiweiß, Proteine. Immer zu sich nehmen hier. Die können hier rein. Sie haben einen Weg hineingefunden, Sir. Irgendeine Spur von Mr. Stack? Noch nicht. Der Arkham Knight und Scarecrows Truppen haben getötet, wen auch immer sie finden konnten. Es muss einen Grund geben, weshalb sie da sind, Sir. Was haben sie vor? Jetzt ist nur Barbara wichtig. Wenn sie sicher ist, kümmere ich mich um den Rest. Aber, Sir, Sie haben die Chance, dies zu beenden. Stellen Sie Scarecrow und retten Sie die ganze Stadt. Auch Miss Gordon würde das wollen. Ich werde niemanden mehr verlieren, Alfred. Ich sollte jetzt die volle Kontrolle über das Stabilisierungssystem des Flugschiffs haben. Das Distanz-Hacking-Gerät funktioniert aber nur innerhalb eines gewissen Radius um die Steuerkonsole. Kann ich das irgendwie freischlagen? Mach mal ganz kurz. Nicht, dass ich jetzt sterbe oder so. So, mach mal auf hier. Ah, okay, wirklich schade. Na gut, dann raus hier. Retten wir dann Oracle, wie gesagt. Und ja, mal gucken, wie es wird. Das wird jetzt, glaube ich, auch sehr, sehr krass sein mit den ganzen Sequenzen hier. Ich glaube, das ist sogar schon bald hier die Stelle, die ich meine. So, erstmal ein paar Rätsel hier. Einfach das entfernen. So, jetzt nach links vielleicht neigen? Ihr habt nach links neigen. Ist ein bisschen am Arsch, das Luftschiff, wa? Ist ein bisschen kaputt, ein bisschen defekt. So, hier muss ich, glaube ich, dann mit dem Distanzhackgerät dann
aktivieren, genau, dann kann ich dann einfach die bewegen. Genau, Leute, guck mal, ich habe nicht so viel vergessen, Leute. Ich habe nicht so viel vergessen. So, dann Luftschiff neigen. Ich habe einen Plan. Zack, dann das hier aktivieren. Das ist dann, glaube ich, geht dann ein bisschen fest, genau. Dann so neigen und dann können wir auch ganz entspannt durchlaufen. Genau, Leute. Oh, shit! Junge! Komm her, du Schwein! Bastards! Na, aber Klingendrucken auch in Arkham City. Einfach die ganze Sache eigentlich hier, aber... Wir machen aber schnell K.O. und Bam, Junge! Guck mal, so eine Aufmachung, so viel Sequenz und dann... So leicht erledigen kann man ihn, ne? Was für ein Idiot. Hier brauchen wir auch, glaube ich, Simon Stacks Fingerabdruck, deswegen kein Durchgang für uns. Das Hacken. Ente? Elemente, ja. Elemente, genau, meinte ich ja. Elemente. Die Soldaten haben Stack. Und so wie er aussieht, hält er nicht mehr lange durch. Oh, shit. Ich muss ihn retten. Wo sind die Dateien? Ich verrate es nicht. Sollen wir dir deine Finger abschneiden? Von mir aus. Chill. Bitte! Wir werden sie finden, klar? Unsere Leute nehmen den Laden auseinander. Je länger es dauert, desto mehr wird's wieder. Ich würde mal den Kampf gerne ein bisschen stylischer anfangen. Was können wir denn so machen? Ich will gerne eine Rauchbombe werfen. Wir gehen nur mal eine Rauchbombe werfen. Ich weiß gar nicht mehr. Man konnte es im Arkham City selber auswählen. Ich glaube, Rauchbomben kann man nicht mehr manuell werfen. Nur noch, wenn man bei einer Sequenz, wo Waffen dabei sind, entdeckt wird. Ich glaube, da kann man nur noch eine Rauchbombe werfen, leider. Ah, nee. Was rede ich denn? Hier ist eine Rauchbombe. Er kriegt sie nicht, die gehören. So, Schnauze. Alter, das ist gar nicht hier. Guten Abend, ihr Schweine. Oh yeah. So, bam. Bam. Du Idiot. Alter. Lass mich in Ruhe, Alter. Bam. Bam. Ihn ausschalten, schnell zu, genau. Und bam. Alter, schon ein bisschen viele, wa? Schon ein bisschen viele. Bam. 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 Nein, meine Kombos weg. Meine Kombos weg, Leute. Alter, Leute. Also, Batman mit dem Baseballschläger, der ist einfach zu OP. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zu easy, Leute. Bam. Geh hoch. Alter, Batman, schnell, Junge. Der hat aber 7 Leute gewonnen gerade, aber aus dem Nichts, ey. Du bist krank, Batman. Du bist krank. Gott sei Dank, du bist hier. Los, Simon Stack, rede jetzt hier. Vielen Dank. Die hätten mich umgebracht. Wieso? Was haben sie getan? Nichts. Diese Tiere stürmten rein und feuerten drauf los. Sie haben diese Zylinder eingesammelt. Nimbus-Generatoren. Eine absolut saubere Energiezellentechnologie, die wir entwickelten. Wo ist Scarecrow? Er ist auf dem zweiten Luftschiff. Hatte er jemanden bei sich? Oh, Sie meinen Barbara Gordon. Wir wissen doch beide, dass sie schon tot ist, oder, Bats? Jetzt geht der Wahnsinn los, Leute. Batman dreht durch, ey. Hey, yo. Hey, yo, chillt mal. Ihr seid doch gerade alle erledigt worden. Das ist eine geile Stelle, Leute. Das ist eine krasse Stelle, aber auch schon ein bisschen gruselig. Ey, yo, Leute, könnt ihr drüber reden, oder, Leute? Ich kann euch allen was ausgeben. Bruce Wayne ist reich. Er hat Milliarden auf dem Konto. Wir können auch Eis essen, wir können ins Schwimmbad gehen oder Kino schauen, wir können Spider-Man gucken, No Way Home nochmal. Das können wir doch alles machen, oder? Ah, hör doch zu lachen, ihr Schweine! Hör doch zu lachen, Alter! Alter, Junge. Geile Stelle, aber hat's wie gesagt, ja. Sehr geile Stelle. Hört auf zu lachen! Oh, shit. Oh, Gott! Ey, so viele Jokers auf einen, es kann schon echt. Ja, es geht schon echt in den Kopf ran, ey. Kann ich euch durchdrehen? Zu Arc 2. Kommen. Batman! Nein! Klappe!
Sag auf Wiedersehen. Du siehst ihn nie wieder. Nee, lass mal. Da merkt man, Batman verliert langsam die Kontrolle, ja. Der Joker wird's ein bisschen stärker in ihn. Nicht so geil. Da würde ich sagen, in der nächsten Folge dann hier den Simon Stack retten. Krasse Sequenz, wie gesagt, mit dem Joker. Also, der hat noch großen Einfluss auf Batmans Leben, kann man auf jeden Fall sagen. Würde ich sagen, Leute, liken, wenn es gefallen hat. Dann bleibt so bis zum nächsten Mal hoffentlich und ciao. Ciao, Leute.